So, herzlich willkommen wieder zu WRC4. Weiter geht's in unserer WRC3-Wertung. Schauen wir gleich mal kurz noch wieder rein, falls denn jemand nicht ganz aktuell drauf ist. Sebastian Loeb führt aktuell, obwohl er da im ersten Rennen einen Nuller geschrieben hat, nur dass wir kurz sehen, der WRC1-Wertung, da kommen wir hoffentlich auch irgendwann einmal hin. Führt er an vor Latvala. Der hat aber ja als Erster ausgefallen und dann alle gewonnen. 28 Punkte gibt es da. Aha, das habe ich auch nicht gewusst. Ogier, Latvala, die zwei FVW-Piloten hier ihm auf den Fersen. Und hier wohnen sein Teamkollege auf der 4. Dann Neuville, der beste Vorpilot auf der 5. Und Junte hier auf der 8. Mini auch noch dabei. Ich glaube, die sind nicht mehr dabei. Ja, vielleicht haben sie es reingegeben als Privatteam oder wie auch immer. So, WRC2 führt Robert Kubica eigentlich überlegen vor Bjerg Gunnar Andersen, Yazid Al-Rajhi und Alvin Evans auf der 4. Und wir sind hier Zweiter hinter Sebastian Chardonnay, Keith Cronin und Quentin Gilbert. Und alles im Soll. Ja, wenn wir jetzt wieder gewinnen und Chardonnay wieder Zweiter wird, ist wieder unentschieden. Und das wäre interessant, wenn das so weitergeht. Quasi und jeder dreimal gewinnt und dreimal Zweiter wird und dann ist es gleich viel Punkte. Da bin ich gespannt, was dann da entscheidet. So, Mannschaftsinfo. Ja, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. E-Mails, haben wir da was bekommen? Teamchef. Platz 3 fürs nächste Rennen. Ja, das ist realistisch. Das schafft man, glaube ich. Mit Leistung, glaube ich, das Zweite. Also von. Zufrieden mit dem Ergebnis, jawohl, das war vom letzten Mal. Persönlicher Manager, Konkurrenten, die Krone bei Fahrer würden verbessern, jawohl. Ich finde es schade, wenn heute ein Fehler sich im nächsten Rennen auswirken würde. Chardonnay war heute, ja, das ist das direkte Duell gewesen mit Chardonnay, das haben wir natürlich verloren, ja, das ist klar. Okay. Eins zu weit. So, weiter geht's nach Italien, dann Australien und dann Großbritannien. Ja, alles eigentlich nur so schottermäßig. Naja, okay. Von mir aus Lenker ist eingeschaltet. Ja, Gott sei Dank. Fahrzeug Setup. Ich will es ja wieder ein. Oh, okay, da haben sie es eh schon eingestellt. Das dürfte ein bisschen ein anderer Untergrund dann sein. Schauen wir mal die Info-Rallye innen. Rallye-Info haben wir trockener Schotter, steiniger Schotter und sandiger Schotter. Ja, steiniger ist am meisten. Okay. Na gut. Gehen wir es an. Erste Etappe. Schaut hier mal am Kurs einmal ein bisschen kürzer aus. Mal schauen, ob das wirklich so ist. Sardinien ist wirklich atemberaubend. Das ist nicht das erste Mal, dass wir hier fahren, aber ich bin immer wieder so beeindruckt, als ob es mein erstes Mal wäre. In Na, schauen wir mal. Italien macht die Weltmeisterschaft Halt auf Sardinien. Wer hier die staubigen und felsgesäumten Pisten mit den extrem gefährlichen Steinwällen unterschätzt, wird das Rennen definitiv vorzeitig beenden. Das glaube ich auch. Na, dann probieren wir es einfach mal. Fahren wir wieder von der etwas näheren Ansicht. Und zwar da. Oder starten wir mal so, ob es geht. Das ist fürs Zuschauen heute halt ein bisschen besser. Oh, da geht's gleich. Huiuiui. Wenn wir sagen, so ist ein bisschen Übersicht. Variere aus. 3,2, das ist eine bisschen kürzere, da müssen wir gleich schauen, dass wir da halbwegs gut dabei sind, aber ich. Öffnet sich 4, dann links 5 und Haarnadel rechts. Handbremse. 40. Links 4, unter Brücke. In rechts 4, links halb. Ja, zuhören. Links 4 und 80. Eieieiei. Das habe ich, hab ich das nicht gehört, oder? Dass da auch runter geht. Links 3. Dann rechts. Sehr gut, Führung. Achso, weil ich verloren habe, hat es jetzt Cronin als
wie Rivalen eingestellt. Links halten, rutschig, dann rechts 3, lang, Bodenwelle, mittig halten. Ah, links halten. Links 2, dann rechts 4, lang, öffnet sich 3, 60, links 3, dann rechts 5, 150, öffnet sich, mittig halten. Gute 2 Sekunden, sehr schön. Links 3, in rechts 3, dann links 3, ah, zu bisschen zu spät gebremst, scheiße. Dann links 3, Bodenwelle. Rechts 3 und links 4. Na, aber auch eingestuft, Schwierigkeit 4. 40. Rechts 2, Handbremse. Links 4, dann rechts 3, in links 3. Na, mit den ganzen Ecken und so, das ist oft schon fies. Haarnadel rechts. Handbremse, in Haarnadel links, Handbremse. Dann Haarnadel rechts, Handbremse. Und Haarnadel links, Handbremse. Rechts 5, dann Haarnadel links, Handbremse. Und Haarnadel rechts, Handbremse. Links 4, Bodenwelle, in rechts 3, Zaun innen. Links 4, Abzweigung rechts ab, Verengung 40. Oh, da hat Shadow eh wieder zugeschlagen in dem Sektor. Mittig halten, rechts 4, dann Haarnadel links, Handbremse 40, rechts 6, lang. Ich glaube, der Schwierigkeitsgrad ist optimal, glaube ich, für uns. Öffnet sich. Wir kämpfen um Platz 1. Vorsicht, links 2, dann rechts 3 und 80 in links 2. Ich würde die komischen Dinger hier. Ah, hier direkt das Ziel hier. Bei den komischen Steinenblöcken hier. Und trotzdem, ja, zweiter. Und knapp nur vor Cronin. Da geht's. Ah, shit, ich wollte ins Replay noch kurz. Naja, egal. Bin mir sicher, den Start werden wir noch einmal sehen da mit den Kurven. Die Einstellung, die Jungs von Charanet-Team für mich vorbereitet hatten, sind perfekt. Ich kann jede Kurve mit absoluter Präzision nehmen. Achso, dem gehört noch quasi das Team oder wie auch immer. Okay. Ja, ich muss sagen, die Rallye schaut ganz gut aus. Sieht man auch die Strecke sehr schön, 3,3. Okay, das wird wieder ungefähr gleich lang. So, da sind wir leicht beschädigt vorne, aber... Das ist nur kleiner Karosserieschaden, glaube ich, sonst haben wir da nichts. Kann ich mal nicht irgendwo anzeigen lassen? Habe ich das nicht irgendwo belegt? Schaden anzeigen? Ah, da, okay. Ja, Karosserie gelb, okay, perfekt. Ja. Okay, so auf die Anzeige schon, müssen wir uns eher hier aufs Fahren konzentrieren. Kann nämlich schon wieder die nötige Sekunde, dann sehen wir, was fehlt vielleicht. Jetzt die Frage, fahren wir unseren normalen Speed halbwegs weiter oder? Rechts 3. Schauen wir schon, ob wir ein bisschen attackieren. Dann links 5 in rechts 5. Ist aber Schwierigkeitsstufe 4 nicht wirklich. Dann Haarnadel links, Handbremse. Dann rechts 3. Ja, Anfang jetzt wieder gut. Fast 2 Sekunden Vorsprung jetzt. Rechts 3, in links 3. Jetzt schaffen wir das. Links 5 und rechts 3. Rechts 4. Und Haarnadel links. Handbremse. Rechts 3. In links 3. Hinter Baum. Und rechts 4. In links 4. Rechts 4. Dann links 3. Und links 5. Öffnet sich 3. Lang. 208, sehr schön. Wir haben zwar nichts rausgefahren, aber. In links 4, Steine aus. Dann rechts 3. Links 4, dann rechts 3. Ja, die ist eigentlich sehr geil, die Italien hier. Links 3, in rechts 3.
dann links 4, Vorsicht, Bodenwelle, Bodenwelle, Vorsicht, rechts 2, nicht schneiden, links 2, 2, nicht schneiden, ja. Und 40, da fieses Eck, aber 2, das ist mir nicht so richtig angezeigt, bei 2 muss man eh voll in die Eisen. Und rechts 5, 40. Na, da braucht es ja eher 2 als ein Haarnadel, aber. Und Haarnadel links, Handbremse. Oh, hier geil bei den Burgen durch, oder bei den letzten Ruinstücken. Haarnadel rechts. Sehr schön. Handbremse. Dann Haarnadel links, Handbremse. Und links 3, 40. Links 5, Zaun innen. Haarnadel rechts, Handbremse. Dann Haarnadel links, Handbremse. 305, sehr schön. Und rechts 5. Vorsicht. Haarnadel links, Handbremse, in Haarnadel rechts, Handbremse. Links 6, in rechts 6, Bodenwelle und Strom. Da brauchen wir jetzt keine Handbremse, da verlieren wir fast noch, wenn wir hinten ein bisschen rutschen. Vorsicht, scharfe Kurve 2, dann Haarnadel links, Handbremse, Abhang außen, in Haarnadel rechts, Handbremse, 40. Links 5, dann rechts 3, in links 3, geschafft. Oh ja, ja, noch einmal kurz in die Bremse, sonst wären wir hier frontal in die Zielgerade wieder reingefahren. Aber mein Glück war ich wieder vor der Linie hängen. Oh, 4,73, ja. Die haben wir jetzt geil genommen. So, jetzt drücken wir einmal kurz F1. Ja, hier nur beim Vorderradler gehen wir meistens hier die Räder nur durch. Das ist dann, ich glaube, ab dort werden sie 2, wird das nicht besser, weil dann haben wir dann ein Allrad. Kleine Impressionen hier. Na, komisch hinter das Licht eingeschaltet, vorne aber nicht. Naja. Gut. Ja. Yep. Da geht's auch schon weiter, dass wir nicht zu lange herumtrödeln. Für den Bart, genau, dass wir so schnell wie möglich hier fertig bringen. Dass wir nicht viel über eine halbe Stunde vielleicht kommen. So, in der dritten Kurve haben wir einen Felsen erwischt. Ach so, ich glaube dabei haben wir die Lenkung beschädigt. Danach hatte ich Probleme, Kurven präzise zu nehmen. Ich weiß nicht, ob die Nachricht nur kommt, wenn er hier wirklich ein Problem auch gehabt hat, oder ob das nur, weil er generell ein paar Sekunden nach hinten ist, dass das so eine Standardnachricht ist. So, und zwar F1. Automatisch geht das gleich hier, jawohl, und bestätigen. Springt das Auto und alles ist wieder repariert und weiter geht's ins nächste Rennen. Das Setup, mit dem bin ich eigentlich zufrieden, muss ich sagen. Das ist durchaus okay. Ich muss gestehen, ich war sicher, dass wir Baum schlagen würden. Irgendwas ist nach dem Plan gelaufen, aber wir sind noch dabei und alleine darauf kommt es an. So, ein Schluck Mineral. Und los geht's. So, springen wir gleich rein. Hoffentlich verliere ich mich wieder zwischendrin jetzt. Vorsicht! Da kennt auf einmal das Gaspedal noch nicht mehr, das Lenkrad, also nur das Gaspedal auf einmal, das war gestern beim letzten, Rallye. Rechts 4, links 2 und rechts 3, lang. Auf einmal war, hat er das Gas nicht mehr angenommen, Spiel neu gestartet und es geht wieder. Links 5, öffnet sich 4, Abhang außen. Vorsicht, Abzweigung links ab. Uiuiuiui. Scharfe Kurve 3, in rechts 3. Ma, da haben wir ein bisschen geschlafen. Jetzt die erste, der erste Sektor hier. Und Haarnadel links, Handbremse. So, konzentrieren wir uns wieder ein bisschen. Rechts, Handbremse. Links 4, scharfe Kurve 3. In rechts 3 und rechts 3. Rechts 3, in links 3, hinter Baum. Links 2, rutschig. Und Haarnadel rechts, Handbremse. 40. Links 5. In rechts 5. Dann Haarnadel links. Handbremse. Sehr schön. Vorsicht. Dann Haarnadel rechts. Handbremse. Abhang außen. Links 5. Dann Haarnadel rechts.
Handbremse, Steine aus. Und Haarnadel links, Handbremse. Rechts 5, in links 4, dann rechts 4. Vorsicht, Haarnadel links, Handbremse, 40. Haarnadel rechts, Handbremse. Ja, da geht die Haarnadel, wenn es wirklich so komplett nach hinten geht. Öffnet sich. Vorsicht, Sprung. Da zahlt sich's aus. Oh, leichte Beschädigung, macht aber nichts. Und schon Vorsprung, jawohl. Dann Haarnadel links, Handbremse. Und Haarnadel rechts, Handbremse. 40. Rechts 4, in Haarnadel links, Handbremse. Dann Haarnadel rechts, Handbremse. Haarnadel links, Handbremse. Hinter Baum. Haarnadel rechts, Handbremse, Barriere aus, 40, links 4, öffnen. Ist da, ist da nur Haarnadel, oder was? Haarnadel links, Handbremse. Unglaublich. Öffnet sich 3, dann links 5 und Haarnadel rechts, Handbremse. Ich höre nur Handbremse. 40, links 4, ah, Vorsprung, sehr schön. Ja, ohne gröberen Fehler ist man da ganz gut dabei eigentlich. Öffnet sich, rechts 3. Mal schauen, was er jetzt wieder sagt. Chardonnay, weil er wieder ein Motorproblem hat oder irgendwas. Links 3, dann rechts 3. Ja, aber einfach nur zu langsam ist dann. Mittig halten. Sprung. Scharfe Kurve 4. Auf der Strecke bleiben, halbwegs zügig fahren, dann geht das schon hier. Rechts 3, lang. Bodenwelle. Mittig halten. Geschafft. Jawohl, Ziel, sehr schön. So schnell geht's. Haben wir da kurz was mitgenommen? 2,25. Ja, jetzt nicht so übertrieben viel, aber doch mal schon Vorsprung haben. Ist das gut? Oh, Cronin hier nur 5. Bouffier 4. Der ersten Rennen, glaube ich, 3. oder 4. geworden ist und dann zweimal ausgeschieden. Schade für ihn. Aber so ist es. So, schauen wir gleich Gesamtwertung. 7,04. Sehr schön. Cronin fällt zurück auf 4. Bouffier hier auf der 3. Riedemann auch zurück hier, weil Simone Campedelli hier Gilbert und Riedemann hier anscheinend auf einmal überholt haben. Sehr schön. Ja, die Pfeile hier, rot und grün, warum das nicht in der Gesamtwertung auch zu sehen ist, wie sich das Ganze dann verschiebt, aber okay. So, Simone Campedelli, da haben wir eh schon. Wir hatten kein ordentliches Rebook für den letzten Abschnitt vorbereitet und dadurch haben wir ein paar Sekunden verloren, wegen wissen wir fürs nächste Jahr. Ja, eigentlich war der eh gut unterwegs. Achso, vielleicht hat der einen Bonus, weil der von Italien ist, oder wie? So, jetzt haben wir die 4. glaube ich und 3,6, das ist wieder ungefähr gleich lang. Und los geht's. Schauen wir mal das Auto von außen an. Rechts 3. Jetzt haben wir eh Vorsprung. Handbremse. In Haarnadel rechts. Handbremse. 40. Links 5. Ja, mein Lenkrad ist vielleicht ein bisschen brutal. Aber vielleicht mache ich mal die eine oder andere aufnehmen, eh sowieso am Laptop. Dann rechts 4. Da bin ich dann eh mit dem Joypad unterwegs, da kann man das von außen halbwegs fahren, glaube ich. Links 4, in Haarnadel links. Schauen wir, ob wir Zeit schaffen, wenn wir außen mit dem Lenkrad fahren, das ist auch ein bisschen Ding, aber fürs Zuschauen ist das sicher ganz witzig. Handbremse, Barriere aus. Ah, doch keine Armbremse. Schauen wir uns mal den ersten Sektor an. Und links 2. Vorsprung sogar, ja, da können wir ein bisschen weiterfahren sogar. Handbremse, 60. Haarnadel links, Handbremse, hinter Baum, 100. Rechts 4. Und links 5, 60. Links 3, links halten. Ja, wieder hier bei den Betonpfeilern hier durch. Und 60, oh ja, da schneiden wir schon. Links 4 und 40, Vorsicht. Abzweigung rechts abbiegen. Rechts 3, 40. Was, rechts abbiegen? Achso. Hä? Verengung. Dann Haarnadel links. Das hat er wieder angesagt. 40. Oh, 3 sogar Vorsprung. Dann rechts 6. In links 3. Ja, warte, ein bisschen mehr Übersicht da außen, das ist auch nicht so schlecht. Wenn man von innen wieder mal gar nichts erkennen kann, vielleicht kann man den Notfall wieder nach außen schalten. Handbremse. 60. Rechts 3. Kuppe. Und rechts 4. 60. Links 4. Lang. Dann rechts 4. Vorsicht. Rechts 5. In Haarnadel links.
Handbremse und Haarnadel rechts. Hinterbaum, Handbremse, 40. So, jetzt kommen wir den ganzen Haarnadel bergauf hier. In Haarnadel rechts. Wieder bei den Ruinen vorbei. Oi, 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 oi. Jungs, 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 weiter geht's. Ja, das war ein Eck, da wollten wir ein bisschen cutten, aber das Auto wollte nicht. Aber noch Vorsprung. Wir haben 7 Sekunden insgesamt Vorsprung, das geht schon. Dann fahren wir jetzt ganz gemütlich noch zu Ende, da riskieren wir nichts. Und rechts 5 in Haarnadel links. Brauchen wir da unseren Beifahrer genau zu? Rechts 3 in links 3. Dann rechts 3, rechts halten. Das war riskant. Und links 3 in rechts 5. Jetzt sind wir mit der rechten Achse vorne mit, mit rechten Reifen ein bisschen angeschlagen. Bodenwelle. Mal schauen, ob wir da einen Defekt haben. Vielleicht Stoßdämpfer oder Felge oder irgendwas. Abzweigung rechts ab. Irgendwas müsste da rechts vorne sein, auf jeden Fall. Noch erster, sehr schön. Dann rechts 5 in Haarnadel links. Handbremse. Links 5 in rechts 6. Müsste man direkt im Vergleich fahren. Einmal Cockpit, einmal außen. Aber da von außen ist Joypad, glaube ich, auf jeden Fall besser. Es ist auch eher nicht Simulation, sondern eher hier auf Joypad und Konsole, glaube ich, abgestimmt relativ, so vom Gefühl her. Und Ziel, sehr schön. Sollten wir sogar erster sein. Hm. 1500stel. Vor Chardonnay. Wunderbar. Und 719. Und 2 kommen noch. Perfekt. Da sind wir gut dabei. Mal der Service Park. Ja, da wird nicht viel hin sein. Schauen wir mal, ob rechts vorne jetzt vielleicht wirklich was hin ist noch. Auf dem Weg ist unterwegs. Was mit der Sprech? Anlage passiert. Ich konnte meinen Beifahrer nicht mehr klar verstehen. Das war Müll. Okay. Reparieren. Nur die Karosserie. Rechts ist eigentlich gar nichts passiert. Obwohl ich auf schweren Schaden eingestellt habe. Das wundert mich jetzt eigentlich. Schauen wir da nochmal rein. Spieloptionen. Schwer. Ja. Ja, mehr geht nicht, gell? Quasi. Ja, Stärke hat eh passt. Geht's gleich weiter. Ja, eins höher. Puh, wäre interessant, wie stark sie dann sind, aber da wird es dann schon jetzt mit Kommentar wird es dann vielleicht ein bisschen, ja, wenn man komplett offline vielleicht fährt und sich voll konzentriert, kann man locker die 7er Stufe mal testen. Links 4, rutschig und Haarnadel rechts, Handbremse. 40, links 5, in rechts 5, dann Haarnadel links, Handbremse. Aber da geht es dann wirklich langsam ins Eingemachte. Gut, auf der geht es eigentlich, das ist gar nicht so. Wenn man es vielleicht auch schon ein paar Mal gefahren ist und schon ein bisschen die Tücken kennt auch. Du musst ja auch schon wieder leichter, ist keine Frage. Vorsicht! Haarnadel links, Handbremse, 40. Haarnadel rechts, Handbremse, Barriere außen. Öffnet sich. Vorsicht! Sprung, links 2, dann rechts. Der Sprung ist relativ, das wird eher für die WRC dann sein, wahrscheinlich. Dann Haarnadel links, Handbremse. Und Haarnadel rechts, Handbremse. Ah. 60. Rechts 4 und links 2, Abhang außen. Oh, mit der Fahrt sogar 2,35, auch nicht schlecht. Haarnadel links, Handbremse. Na komm, fahren wir die auch noch außen. Hinter Baum, Haarnadel rechts. Handbremse. Hinter Baum, finde ich auch lustig. Links 4. Ja, hinter Baum sind alle. Links 4, dann Haarnadel links, Handbremse. Öffnet sich 4, schneiden, dann links 5 und Haarnadel rechts, Handbremse, 40. Links 4, unter Brücke, in rechts 4, links halten.
links 4. Ah, ja, 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 da ist wieder das Eck. Ja, ich kann mich erinnern. Rechts 3, variiere aus. So, wechseln wir mal hier in die. Dann rechts 3. Cockpit wieder auf die normale. Vorsicht, mittig halten. Da geht sie. Scharfe Kurve 3, links halten, rutschig. Dann rechts 3, lang. Ah, wieder das Eck. Da bin ich auch rechts schon mal rein, glaube ich. Scharfe Kurve 4. Dann links 4. Ja, jetzt sind wir wieder halbwegs in der Zeit hier. Also viel stärker sollen wir gleich einstellen. Scharfe Kurve 2, 60. Weil wir das nächste Mal 10 Sekunden vorne sind, oder was? Dann stehen wir mal in den letzten, beim letzten Service-Pack. Links 4, rechts 4. Warte mal zum Spaß mal ein Level höher, mal schauen, zum Vergleich. Rechts 3, nicht schneiden, Haarnadel rechts. Ja, warum geht das nicht in der Formel 1, dass man hier auch 10 Levels hat zum Einstellen, ein bisschen variieren? Naja. Vorsicht, 150. Links 3, rutschig, rechts halten. Dann rechts 4. Das ist ein Eck, wo es dann links die Kurve und da geht's runter, das ist ganz brutal. Barriere aus. Dann links 3, Bodenwelle. Rechts 3. Und links 4. 40. Rechts 2. Handbremse. In links 4. Ah, Belagwechsel ein bisschen. Drei, links 3. Mauer aus. 0,30, schaut noch nicht gut unterwegs jetzt auch. Haarnadel rechts. Und viel Dritter, der kommt nicht ganz mit uns mit. Dann Haarnadel rechts, Handbremse. Und Haarnadel links, Handbremse. Rechts 5. Dann Haarnadel links, Handbremse. Und Haarnadel rechts, Handbremse. Links 4, Bodenwelle. In rechts 3, Zaun innen. Links 4, Abzweigung links abbiegen. 60, öffnet sich. Was? Ah, links! Boah, mein Trottel, ich hab jetzt rechts gedacht jetzt. 80, links 5, in rechts 5. Warum auch immer. Vorsicht, 40, links 4, dann Haarnadel rechts, Handbremse. Links 5, lang, 60. Links 3. So, letzte Zwischenzeit da jetzt, letzter Sektor. Abzweigung links ab. Rückstand 2 Sekunden. Verengung. Links 3, dann rechts 3. Jetzt dreht's, schau noch nie auf einmal auf. Rechts 5. In links 5. Haarnadel rechts. Handbremse. Bäume außen. 60. Haarnadel links. Handbremse. Gut erwischt. Rechts 2, dann links 3. Dann Haarnadel rechts, Handbremse. Und Haarnadel links, Handbremse. Links 5, Haarnadel rechts, Handbremse. Dann rechts 3, Bäume außen. In Haarnadel links, Handbremse. Nicht schneiden. Rechts 4, dann links 4. Oh, noch ein Baum mitbekommen. Scharfe Kurve 3, Steine außen. Geschafft. Und durch! Au! Scheiße! Wieder das Scheißeck wieder genau hier so blöd eingebaut. Nein! 1600stel! Aber gerade die Etappe nicht gewonnen. Aber ist egal. Insgesamt 703 noch immer und jetzt kommt die letzte. Hoffentlich ist das Auto nicht so sehr beschädigt rechts vorne, weil da sind wir eigentlich genau eingeschlagen. Wir sind schnell. Ich würde gerne mein Gefühl für den Wagen verbessern. Ich brauche mehr Sicherheit beim Fahren. So, das müsste jetzt die letzte sein. Ah, jetzt habe ich nicht gelesen, wie lang. Schreib es uns noch hinten ein. Das war vorher. Da hätte ich vorher warten, glaube ich. Ja, egal. Ja, schon ein bisschen dunkel. Jetzt, los, los. Rechts 3. Und los. Nein, es ist sonst eigentlich nichts beschädigt. Und rechts 5. Ja, gleich mal super Start. Steine außen, 40. Rechts 3, rutschig. Aber der richtigen Wert sehen, wenn die wirkliche Special Stage zum Schluss kommt, wo es dann die extra Punkte gibt für die kurze. Und links 3. Da müssen wir aufpassen. Jetzt haben wir das nicht alles noch weghauen. Ja, es ist kurz, es kommt gleich die erste Zwischenzeit. Es wird nur 1,5 bis 2 sein wahrscheinlich. Vorsicht,
Oh, neunter. Wow, 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 wow. So, jetzt. Konzentration bis ins Ziel. Links 4, in rechts 4, dann links 2 und Haarnadel rechts, Handbremse, 40, links 4, dann rechts 3, yes. Lang, Vorsicht, Abzweigung links ab, links 3 und rechts 2, Vorsicht, Sprung, dann links 2. Ja, Sprung da. Wir kommen mit uns ja nicht so viel Speed drauf, dann wird man WRC wahrscheinlich. 3,30. Jetzt gibt er wirklich alles. Fischer, achso, das ist das Vierte. Chardonnay. 4, ja, das ist gar nicht so ohne hier für die Gesamtding hier. 4 Sekunden waren da. Da fühlt man sich schon in Sicherheit quasi, dann tröten wir gleich am Anfang. Der gibt hier Vollgas. Uah, 2,72, jawohl. Gott sei Dank. Letzter Sektor, jetzt sollten wir keine 5 Sekunden mehr verlieren. Jetzt fahren wir das nach Hause, ganz gemütlich. Oh, rutscht er raus hier beim Beschleunigen. Ja, Chardonnay wird hier wahrscheinlich fast... Ja gut, Vollriss gehen kann er auch nicht im Prinzip, weil er ja... Ein Ausfall kann er auch nicht riskieren in dem Sinne. Ja, hier Haarnadel technisch bergauf bis ins Ziel. Jetzt werden wir es gleich wissen. Erster sind wir nie. Oh, 1,14, haben wir noch sehr schön aufgeholt, jawohl. Campetelli Vierter, wunderbar. 5,90, ja, hat er gut aufgeholt. Irgendwer ist da ausgefallen. Alle grün. Cronin, nicht im Ziel. Schade für ihn. Und da haben wir es jetzt die Gesamtwertung. Ja, Crony 0 Punkte, Gilbert Campedelli 38. Das ist gleich viele Punkte wie Chardonnay. Sehr schön. Alle Ziele erreicht. Wunderbar. Das war's mit der Rallye. Noch kurz die quasi Siegerehrung. Mit dem kleinen Fail, dass die Nummer und der Name nicht oben steht hier bei Siegerehrung. Am Auto. Ah, jetzt habe ich ihn nicht gelesen. Wer will, kann auf Pause drücken und sich das nochmal durchlesen, was er gesagt hat, aber das sind immer relativ gleiche Sprüche. Hier, Chardonnay, sein Auto, blau, rot-silber, ein bisschen schwarz. Und da sind wir. Bernie Baum vor Sebastian Chardonnay und Brian Bouffier. Brian. Wie auch immer. Weiter geht's. Ja, Wolfier ist sehr enttäuscht. Ich hatte nie wirklich eine Chance. Ich bin am Boden. Hier das Kommentar des Managers von Baum. Wer dieses Level halten kann, wird er definitiv die Nummer 1. Baum, der Gladiator. Er gewinnt die WRC3-Rallye in der Landschaft Sardiniens. Und all. Cavari müssen sich mit dem zweiten und dritten Platz zufrieden geben, weil Robert Kubica wieder gewonnen hat. Oder ist das jetzt die dritte Italien? Nö. Ah, die haben schon 7 Rallyes bei der WRC 2. Und die, da geht's durch. Das wird dann hart, ja. Die müssen wir dann durchfahren komplett. Bei der 2er geht's noch, da haben wir nur 7 Rallyes. Junior ist auch schon 6. Okay, passt perfekt. Neuigkeiten, also war das. Ja, passt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war schon wieder, dass wir nicht zu lang hier herumtun. E-Mail schauen wir uns beim nächsten Part an. Danke fürs Zuschauen. Bis bald in Australien. Ciao, ciao.